Hallo, ihr Lieben. Wie schon erwähnt, ich bin gerade dabei, ganz wild lauter Videos zu drehen für meinen Channel. Und da ich so viel unterwegs war und dann auch ein bisschen shoppen war, konnte ich natürlich nicht widerstehen, mir ein paar Produkte zu holen, die ich euch hier mal zeigen möchte. Es ist ein Mini-Haul, es sind auch nur drei Stück. Ich habe mir in Prag, da habe ich Sephora gesehen und das in Deutschland, oder zumindest ja nicht, dass ich wüsste, in Deutschland Sephora gibt, konnte ich nicht widerstehen und da mal reingehen. Und bin da in, ja, habe mich verliebt in einen Nagellack, den ich ganz toll fand. Direkt von der Marke Sephora selbst. Und der Nagellack heißt Purple Jewelry. Und der sieht so aus. Ich mache gleich auch noch Fotos und blende sie dann euch ein. Der Nagellack ist total dezent. Ich trage ihn auch jetzt gerade aktuell auf meiner Hand. Ich zeige es euch dann gleich nochmal direkt aus der Nähe. Dann, also ich dachte, hatte erst so ein bisschen Schiss, weil der sieht sehr rosa aus. Ich dachte, das sieht aus wie so für kleine Prinzessinnen, für Mädels, die wirklich noch ganz klein sind und sich gerade ihren ersten Nagellack auftragen wollen. Aber ich war echt überrascht, als ich den dann aufgetragen hatte, wie dezent der ist und wie schön er aussieht. Dann habe ich mir mal geleistet von NARS einen Lidschatten und der heißt Mousson. Und der ist so ein grün, ein neutrales Grün. Sieht so aus. Ich fand den ganz toll. Ich habe den mir angeschaut im Laden. Und ich muss gestehen, ich habe nicht mitbekommen, dass das ein Creme-Lidschatten ist. Eigentlich wollte ich nur noch Creme-Lidschatten in Tuben kaufen oder in Stiftform, weil die immer so gerne so schnell austrocknen. Und da ärgere ich mich immer so ein bisschen drüber, weil ich immer, ja, weil es gibt keine. Ich habe keine Chance, diese Lidschatten aufzubrauchen, ohne dass die vorher eingetrocknet sind. Und dieses Grün sieht also auch sehr schön aus. Ist so neutrales Grün, ein paar Glitzerpartikel drin. Und ja, ich bin sehr froh mit der Farbe. Und last but not least war ich nochmal unterwegs in München und war am DM. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich auch gerne nach, was es da so gibt. Bei mir ist nämlich ein Rossmann in der Nähe. Der DM ist ein bisschen weiter weg. Und habe hier gefunden von Essie einen mattierenden Überlack. Und ich habe schon mal sowas ausprobiert. Das ist ein total tolles Teil. Ich wollte immer schon so ein Ding haben, nur weil es Essie auch nicht gerade das günstigste. Ich habe auch so um die 7, 8 Euro. Ich habe gerade so meine Güte. Ich war der Meinung, es gibt auch andere Firmen, die sowas anbieten. Aber ich konnte in dem Moment auch das nicht finden. Also keine andere Firma. Habe mir also diesen mattierenden Lack geleistet und ja, freue mich darauf, ihn einzusetzen. Und ja, das waren also meine Produkte, die ich hiermit vorstellen wollte. Ich hoffe, ihr fandet das soweit interessant und informativ. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!